Es ist schon ein paar Jahre her, aber ich habe einmal eine Frau in Florenz gesehen. Und das war eine Frau, von der ich einfach von Anfang an ganz genau wusste, ich muss sie kennenlernen. Ich kann gar nicht anders. Ich will, ich muss, hier bin ich. Und alles in meinem Körper hat sich zu ihr hingezogen gefühlt. Ja, sie hatte kurze Haare, große Kulleraugen und ich wusste einfach sofort, das ist ein anderer Typ Mensch. Das ist eine interessante Frau. Ja, vielleicht hast du auch manchmal dieses Gefühl. Und es hat sich dann auch später rausgestellt, gell? Sie hat Modedesign studiert und ich habe mit ihr ein wunderschönes Wochenende verbracht. Jedenfalls musste ich sie kennenlernen. Hat keinen Weg dran vorbeigeführt. Also bin ich auf sie zugegangen und habe gesagt, hey, ich habe dich gerade gesehen, du siehst umwerfend aus. Wer bist du? Mein Name ist Andy. Und es gibt diese Fälle, wo das allein schon ausreichen kann. Und wenn du wissen möchtest, wie du ohne Drama und ohne irgendwelche Spielchen Frauen auf diese absolut direkte und ehrliche Art kennenlernen kannst und verführen kannst, dann habe ich dir dazu hier schon eine Playlist erstellt. Klicke darauf einfach und dann kannst du später diese Videos ebenfalls sehen. Aber jedenfalls habe ich bei ihr gespürt, da ist noch was anderes. Ich habe genau gemerkt, sie würde nicht stehen bleiben. Sie würde mir nicht ihre Aufmerksamkeit schenken, weil in ihr gerade zwei Stimmen sind. Sie möchte stehen bleiben, ihr Blick hat mir kommuniziert, ich habe Interesse, aber ihr Körper hat mir kommuniziert, ich muss weiter. Und ich kenne das aus tausend anderen Situationen, wenn eine Frau dir das signalisiert, hat sie Interesse, aber ihr Körper sagt ihr nein. Zum Glück habe ich einen kleinen magischen Satz gekannt, der es ihr ermöglicht hat, stehen zu bleiben. Und nur dadurch konnten wir diese wunderschöne und unvergessliche Woche gemeinsam verbringen. Dadurch ist sie nämlich stehen geblieben und hat mir keinen Korb gegeben. Bevor ich dir den Satz gleich gebe, musst du aber eine Sache vorher wissen. Aus der Sicht einer Frau ist so ziemlich jedermann, der sie anspricht, zunächst einmal eine Gefahr. Sie geht grundsätzlich davon aus, dass alle Männer, die sie ansprechen, eine versteckte Agenda haben. Sie denkt sich, der führt was im Schilde. Der hat irgendwas vor. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich gebe ihm lieber jetzt schnell eine kurze Ausrede wie ich habe einen Freund oder ich habe keine Zeit. Und sie laufen weiter. Aber das ist der kritische Punkt. Sie wird dir das sogar sagen, wenn sie dich mag. Sie hat eine bestimmte Sorge, dass du sie jetzt belästigen wirst. Dass du ihr jetzt ihre Zeit nimmst und sie einfach nicht mehr gehen lassen wirst. Wie die meisten Kerle, die sie anhalten und ihr dann irgendetwas erzählen, aber sie weiß einfach ganz genau, der führt irgendwas im Schilde, der ist gerade nicht ehrlich mit mir. Was will der eigentlich? Und sie weiß es nicht. Und dementsprechend fühlt sie sich natürlich unwohl und unsicher. Und genauso fühlen wir uns auch unwohl und unsicher, wenn uns jemand auf der Straße anspricht und uns einfach nicht sagt, was er möchte, sondern einfach nur ein Gespräch anfängt. Und das kennst du bestimmt, diese Situation. Jetzt musst du dir vorstellen, Frauen erleben diese Situation viel öfter als wir. So, überleg dir mal, wie würdest du dann reagieren? Was wären dann deine Autopilot-Antworten, die du so einem Menschen sagen würdest? Aber alles halb so wild. Nimm ihr ihre Angst. Nimm ihr einfach diese Sorge und diese Zweifel. Wie? Zeig ihr, dass du nicht der Kerl bist, der sie bedrängen wird. Du bist nicht der Typ, den sie irgendwann in die Friendzone stecken muss. Du bist nicht das Arschloch, das sie bedrängen und belästigen wird und sie nicht mehr gehen lassen wird. Der magische Satz, den ich damals der Modedesign-Studentin gesagt habe und den ich auch meinen Klienten mit auf den Weg gebe, ist folgender. Aufpassen, hier kommt er. Ich muss gleich weiter, aber wenn du nur mit, hey, ich habe dich gerade gesehen, kommst, dann wird sie sich denken, ach, nicht schon wieder einer, der mich jetzt gleich hier nerven und belästigen wird. Was wäre, wenn du sie mit aufrichtigem Interesse natürlich ansprechen würdest und sagst, hey, ich muss dir sagen, du bist mir gerade aufgefallen und ich musste einfach Hallo sagen. Und dann füg noch diesen Satz hinzu. Ich habe nur ein paar Minuten, darum können wir leider nicht zu lange quatschen, aber ich musste dich einfach kennenlernen. Hi, ich bin Andy. Sie denkt sich dann, oh cool, er hat ja selber kaum Zeit. Okay, wunderbar, dann geht ja da auch keine Gefahr von aus. Dann kann ich ihm ja jetzt meine Aufmerksamkeit schenken. Es erlaubt ihr, sich von einem ehrlichen, vertrauenswürdigen, zuverlässigen Mann verführt zu werden. Dich. Und das hätte sie sonst nicht. Sonst hätte sie vielleicht nur den Arsch kennengelernt. Und wir wollen sie doch beschützen vor dem Arsch, oder? Wir wollen doch, dass sie jemanden kennenlernt wie uns. Und dann kannst du sie kennenlernen und noch eine viel, viel schönere Zeit mit dir verbringen. Wenn du immer wieder in die Friendzone fällst, dann gibt es auch da einen kleinen magischen Satz, der das Ganze verhindert. Und diesen Satz, der Frauen wirklich verrückt nach dir macht, den habe ich dir hier verlinkt.